bin gespannt, wie du morgen früh aussiehst. Ja. Was machst du da? Bist du am Arbeiten? Sitzt auf Papas Platz. Komm runter. Ja, nein. Ui. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh, ich glaube, toi toi toi, auf Holz klopfen. Es wird langsam besser mit der Übelkeit. Also morgens bin ich wirklich total fit und gut drauf und so. Und gegen Nachmittag, Abend kommt dann meistens die Übelkeit oder zwischendurch mal. Aber ich glaube, ich habe jetzt wieder so viel Kraft tanken können die letzten Tage, als ich viel im Bett lag, um hier zu Hause weiter anzupacken. Weil der Alex, der macht alles Grobe, sag ich mal, im Haus. So wie Fußleisten, Streichen, Verspachteln, Möbel aufbauen. Und ich bin eigentlich so der Mensch hier, der die Ordnung macht. Papa! Vorsichtig, das Füßchen. Gelaufen. Und seitdem hier eingezogen sind, ist wirklich vieles liegen geblieben. Teilweise wurden die Sachen einfach nur irgendwie in die Schränke eingeräumt. Und ich möchte das nicht irgendwann in einem halben Jahr machen, sondern jetzt, weil sonst macht man das nicht mehr. Also im Büro hier diese Ecke, da sind Sachen, die müssen weggepackt werden. Da sind schon Sachen fürs Baby dabei, die wir zugeschickt bekommen haben, so PR-Pakete. Mein Schreibtisch ist eigentlich ganz ordentlich auf den ersten Blick. Ach, Papa soll ihn ausmachen, Robby? Ach so. Oh nee, das soll sauber machen. Das soll sauber machen. Was hat denn der wieder gefangen? Ach, geht. Ach, geht. Mama, aus! Ich sag die ganze Zeit, Papa, Auto fahren. Willst du zum Arzt? Sie will bestimmt mit dir wieder Zeit alleine verbringen wie gestern. Mama, bitte so was. Apfelsaft? Ja. Der war zu Mama. Der Tisch ist schon mal sauber. Wohnzimmer sieht auch gut aus. Der Robby saugt gerade über unseren Teppich. Hier, solche Sachen müssen halt gemacht werden. Das muss noch komplett verspachtelt werden und gestrichen werden. Es liegen ganz viele Spielzeuge rum. Oh, das Pferd muss hoch, damit Robby saugen kann. Achtung! Achtung! Ich muss mich gleich auch noch kurz für euch hübsch machen. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade Leona und Pauline in die Schule und Kindergarten gebracht. Die Frieda ist zu Hause, weil sie krank ist. Sie hat eine Mittelohrentzündung und sollte eigentlich mit dem Daumen operiert werden. Jetzt fällt das flach und dann waren wir beim HNO-Arzt und der hat gesehen, dass die Frieda auch einen Paukenerguss hat, wie die Pauline, und deswegen auch ein bisschen in der Sprache wieder zurückhängt. Und ja, jetzt muss sie erstmal ihre Medikamente nehmen. Deswegen lassen wir sie zu Hause. Sie hat keine Schmerzen, aber trotzdem, wenn das Kind Antibiotika bekommt, lassen wir das Kind zu Hause zur Beobachtung. Also können ja irgendwelche Allergien oder so auftreten. Alex war so lieb und hat mir hier diesen Korb hingestellt. Den habe ich auch von der lieben Vero geschenkt bekommen. Doch, da bin ich mir sicher. Die Sachen müssen erstmal hier eingeräumt werden. Hier so Schwangerschaftstee und Ingwertee gegen Übelkeit. Sehr gut, den habe ich schon gesucht. Babysocken. Creme, das kann nach oben. Mit dem Korb können die Kinder noch schön spielen. Bisschen Ordnung machen, ne? Ja. Was Alex meint, ist, dass wir jetzt aktuell hier zwei Lampen haben. Und ich würde jetzt, glaube ich, die weiße dann zu Leona auf den Schreibtisch stellen und die goldene hier stehen lassen, weil ich die wirklich total süß finde. Wir haben ja auch die große Stehleuchte davon. Hier, die. Und dann würde ich das einmal tauschen. Aber die Lampe ist auch mit Alexa gesteuert, ne? Okay. Sie darf einfach den ganzen Tag heute in Schlepperklamotten rumlaufen. Und das alleine sein Zuhause genießen. Ja! Oh, die leuchtet schön. Die ist so im Umzug einfach da gelandet in der Ecke. Danke. Und sowas nervt mich halt auch, ne? Ich finde, sowas muss sofort weggeräumt werden. Okay, da ist jetzt Werkzeug und so zwischen, damit Alex auch hier noch irgendwas machen kann. Aber es ist nicht schön. Das Elternbad ist wirklich die größte Katastrophe. Wir leben jetzt ja hier seit 2 Wochen. Und ich muss sagen, dass das Bad irgendwie total ungemütlich ist. Also wir fühlen uns in diesem Elternbad überhaupt nicht wohl. Alles andere ist okay für uns. Was Elternbad müssen wir in Angriff nehmen. Wir haben schon versucht, sie irgendwie zu dekorieren und unsere Sachen unterzubringen. Man hat gar keinen Platz für Handtücher, weil wir keine Regale haben. Und die liegen da einfach rum. Und hier unten habe ich auch schon aufgeräumt und diese Kisten hier bestellt. Und manche Kisten hatten wir noch, aber
auch das Brett, das ist total Schrott. Das ist durch die Feuchtigkeit durchgebogen und muss man auf jeden Fall was machen. Überall diese Kalkablagerungen, die wir nicht wegkriegen, richtig ekelig. Dann habe ich hier meinen DM-Haul, den ich euch ja schon mal gezeigt habe. Das war der Live-DM-Haul. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut unten gerne in meine Infobox. Solche Sachen hier machen es vielleicht ein bisschen schöner, wo wir halt unsere Zahnpasta reinstellen können. Und hier so Aufbewahrungen für Q-Tip-Stäbchen, so Bad-Accessoires. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das Bad rettet. Seifenspender so passend dazu und ja, mal schauen. Was für Umstände, jetzt liegen die hier alle kreuz und quer drin. Die ganzen Shampoos kommen hier unten rein. Vielen lieben Dank für den Tipp, dass immer nur eine Kontaktlinse drin ist. Ich dachte, es wären immer zwei. Weil steht sogar unten drauf ein Stück. Für die Leute, die lesen können, ist ein klarer Vorteil. Jetzt habe ich anderthalb Kontaktlinsen gekauft. Aber die kann ich aktuell eh nicht benutzen, weil ich habe eine Entzündung im Auge. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Ich hatte so ein kleines Bläschen im Lid und danach war das ganze Auge irgendwie entzündet. Genau, deswegen kann ich die aktuell gar nicht benutzen. Das heißt, die kommen auch erstmal hier unten rein. Dann habe ich mir so Stumpfkerzen gekauft fürs Bad, um so ein bisschen romantische Stimmung reinzubringen. Die werde ich gleich irgendwo hinstellen. Ja, also hier werden wir unten diese Kisten auch noch alle aussortieren. Aber ich bin jetzt erstmal froh, wenn hier so eine Grundordnung reinkommt. Dann haben wir hier noch CDs für die Kinder. Die hat sich mitgenommen, Spirit und Eiskönigin, geht immer. Leona wird sich freuen, dass sie wieder neue Hörbücher hat, weil sie alles durchgehört hat. Achso, und ich hatte ja von Kneipp diesen Lippenballen und ich finde, der sieht voll ansprechend aus. Ich wollte ihn einfach mal ausprobieren hier unten. Das ist Gummi und der soll nach Vanille riechen. Oh, lecker. So trockene Lippe aktuell. Ach, das tut gut. Sorry. Aber durch dieses ständige Übergeben die letzten Tage... Das ist wirklich gut. Der muss oben irgendwo im Bad liegen. Ich hatte gedacht, dass wenn die Handtücher weg sind und man hier irgendwie noch ein Regal hinstellt, dass man hier so am Wäscheschacht so Kerzen hinstellt in verschiedene Größen. Muss ich natürlich noch auspacken. So. Die einfach dann abends mal anmacht, wenn man ein Bad nimmt. Hier steht auch unser Stein aus dem Italienurlaub. Sieht halt einfach nicht gemütlich aus, dieses Bad. Ein bisschen schöner ist es. Aber viel schöner. Kann man diese Plastikseifenspender auch mal wegschmeißen. Die sind auch schon eingedrückt und richtig alt und das sieht einfach schöner aus. Und mit Kindern ist das hier auch kein Problem, weil die hier gar nicht drauf gehen. Die haben ja ihr eigenes Kinderbad. Das haben wir schon von Anfang an so geregelt. Und das finden die halt auch schön, dass sie ihr eigenes Bad haben. Mama? Mama räumt das Badezimmer hier ein bisschen ein und auf. Und was machst du? Mama. Ich räume hier auf. Und du? Was machst du? Spielst du mit deiner Puppe? Und hier brauchen wir ganz, ganz dringend auch die Badezimmermöbel, die will Alex heute aufbauen. Das werdet ihr auch in diesem Video sehen, weil hier steht einfach auch alles auf der Ablagefläche rum. Und das kommt in den Schrank. Unser Bad. Unser Bad? Ist das dein Bad? Ja. Ja, ist okay. Euer Bad. Hier darf kein Erwachsener rein, nur zum Baden, ne? Ja, oder? Komm, wir gehen wieder raus. Oh nein, der Tank. Ich denke immer, es ist ein Telefon. So, sollen wir mal deine Puppe aufs Bett, aufs Sofa legen? Möchtest du Peppa Woods gucken? Wir können gleich mal ein bisschen rausgehen, ne? Wow, ein Schnuller. Nein. Nein? Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich liebe es, wenn es hier reinscheint. Was sich auch noch bei uns im Haus getan hat, ist unsere Alarmanlage. Die wurde jetzt in Betrieb genommen und auch unsere Videoüberwachung. Ich kann euch das mal zeigen. Hier vorne ist zum Beispiel eine. Da oben ist die Schwenkkamera. Ich zeige euch jetzt mal rückblickend, wie die installiert wurde. Auf! Wir sind jetzt im hinteren Garten und jetzt wird hier geschaut, wo wir die Videokameras anbringen, sodass natürlich auch das meiste zu sehen ist. Hier ist es halt so, dass ein Kabelkanal außen angebracht werden muss, weil von innen müsste man eine Bohrung machen durch die Dämmung und deswegen wollen die Männer das unten drunter legen. Dann kommt natürlich auch eine Videokamera an die Frontsicht. Wir hatten hier vorne gedacht, damit die auch den ganzen Vorgarten filmen kann und damit man auch sieht, wenn es klingelt, wer an der Tür steht. Die Kamera kommt hier hinten rechts ins Eck, oder? Ja, da genau. Nicht an den Erker, das wird nicht aussehen. Das wird hier eine Bohrung gemacht. Durch die Wand. Ich kann euch mal eben
kurz erzählen, wie das bei meinem Alarm 24 funktioniert. Und zwar könnt ihr da in drei einfachen Schritten zu einer Alarmanlage euch die selbst auf der Webseite zusammenstellen. Das Schöne ist, ihr bekommt auch direkt eine Preiskalkulation. Ihr wisst, was es kostet. Ihr könnt angeben, wie euer Haus aufgebaut ist, wie groß es ist, was man braucht. Wir haben jetzt hier mal die App geöffnet und man sieht hier die Live-Ansicht. Man kann sich quasi 4 Bilder hinzufügen oder auch mehr. Und man kann auch, wenn man drauf drückt, kann man reinzoomen. Das ist jetzt nur eine 2-Megapixel-Kamera. Wir bekommen eine 8-Megapixel-Kamera. Das Bild wird also nochmal schärfer. Und das Coole ist, alles wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr irgendwie rückblickend mal schauen wollt, wenn ihr da mal rückblickend schauen wollt, was passiert ist, zeigt ihr euch das auch an. Ihr könnt alles nochmal wiederholt anschauen. Das Schöne ist auch, wenn irgendwie Bewegung stattgefunden hat, dann zeigt ihr euch das farbig an, wo ihr dann zurück scrollen könnt oder wieder vorwärts. Und das ist die App, die ist natürlich komplett kostenlos. Das wird alles von den Technikern eingerichtet. Okay, hier ist einfach mal so ein Kabel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Kabel ist, aber es geht nach draußen. Ja. Ich sehe nichts. Ja, ich habe gerade gesagt, da oben war schon mal ein Kabelkanal. Jetzt haben wir einfach einen neuen gemacht. Einen breiteren. Das war die alte Leiste. Oh, hier sind sie auch schon fleißig. Hier wird schon was angebracht. Ist das die Kamera? So sieht die aus. Die ist richtig schwer. Das ist voll schön. Ihr findet den Link zu meinem Alarm 24 unten in der Infobox. Schaut doch mal gerne vorbei. Hier wird auch schon die Dose gesetzt für die Kamera. Genau, jetzt noch einmal die Nahansicht. So sieht die Dose aus. Von da kommt die Leitung. Da ist ja gerade der Kollege dabei. Und dann geht quasi hier ein Kabel rein. Wir haben es für diese Bullet-Form entschieden. Genau, aus dem Grund, weil man hier vorne quasi eine gerade Glasfläche hat und das hat echt einen Vorteil. Diese Kamera hat weniger Spiegelung und ist halt für die Nachtaufnahme optimaler. Und man hat vor allem auch einen Vorteil, jeder von außen sieht, wo die Kamera hingerichtet ist. Und quasi, da kann auch der Nachbar sich vielleicht nicht gestört fühlen, dass er beobachtet wird. Man kann ohne Qualitätsverluste auch etwas reinzoomen. Vor allen Dingen, weil wir ja so ein langes Grundstück haben und ja, wenn jemand am Zaun steht, am Eingang, dann sehen wir das, wer da steht. Wir genau können dann reinzoomen, genau, weil wir können nicht direkt an der Klingel, glaube ich, eine Kamera anbringen. Also diese Möglichkeit haben wir noch gar nicht bedacht, aber es reicht mit der Kamera, genau, von drinnen zu schauen, wer denn da klingelt. Richtig, und optischer Zoom ist halt immer verlustfrei. So, jetzt wird die Verbindung getestet. Zwei Kameras sind angeschlossen. Meine Lieben, es ist jetzt 10 Uhr und ich muss das Mittagessen vorbereiten. Alex ist mit der Frieda einkaufen. Ich habe eine Liste geschrieben, die werden jetzt alles dafür einkaufen. Mir fehlen noch ein paar Sachen. Und zwar gibt es heute Chili-Süßkartoffel. Eigentlich mag ich Süßkartoffeln nicht ganz so gerne, aber Alex steht da voll drauf. Ich habe jetzt keine saure Sahne und keinen riebenden Käse mehr, weil wir den schon aufgebraucht haben. Und ich werde für Frieda auch Süßkartoffeln heute machen, aber ohne Chili. Sonst ist das ihr zu scharf. Mal gucken, ob sie das mag. Ich glaube, sie hat noch nie Süßkartoffel gegessen. Süßkartoffeln muss ich jetzt einfach nur halbieren und dann in den Backofen legen und mit einer Gabel einstechen. Und dann bis zu 35 Minuten im Backofen garen, damit ich halt was werden. Oh Gott, das ist aber eine Herausforderung, die zu halbieren. Das klappt manchmal ganz gut mit den Schlagen. Ein bisschen so wie Holzhacken, ne? Vielleicht kommt alles rein. Was machst du hier? Ich soll mal mit einer Gabel da Löcher einstechen. Okay, das funktioniert. Das geht ganz gut. Look out, here she comes. Too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls.
Ich sehe jetzt gerade, ich habe noch diese hier offen und die sehen schon etwas reifer aus als die anderen Kirschtomaten. Und hier sind noch gelbe Tomaten dabei, die geben, glaube ich, auch noch mal ein anderes Aroma. Dann werde ich jetzt einfach die benutzen, bevor die mir schlecht werden. Mein Gemüse, da muss jetzt Öl dran und dann soll man so ein Rauchgewürz daran tun. Ich bin gespannt. Das Video ist jetzt nicht von HelloFresh gesponsert oder so, aber ich finde das Gericht wirklich gut. Das ist schon viel. Das riecht wie McDonald's. Von McDonald's. Oh, riecht das gut. Das kommt gleich zu meinen Kidneybohnen. Das sind jetzt Zwiebeln und Knoblauch fein gehackt. Jetzt brauche ich noch meine Chilischote. Da muss man vorsichtig sein, da ziehe ich Handschuhe an. Wir essen sehr, sehr gerne Chili, deswegen haben wir auch Handschuhe hier. Weil wenn man sich das irgendwie auf die Haut schmiert, in den Nacken oder ins Auge, ist das Allerschlimmste. Aber alleine, wenn man das irgendwie auf die Haut bekommt, es brennt. Und die Frieda bekommt das natürlich nicht, ne? Also das wäre viel zu scharf. Direkt wegmachen. Es gibt nämlich Flecken. Ich habe jetzt hier noch das Gemüse dazu gelegt. Das sieht richtig gut aus. Hier kocht meine Soße mit Chili. Am Ende kommt noch Streukäse und Butter über die Süßkartoffel, dass das alles schmilzt. Und dann macht man noch saure Sahne in so ein kleines Töpfchen zum Dippen. Ich überlege, ob ich jetzt noch aus die restliche Avocado noch eine Guacamole dazu mache, weil die muss aufgebraucht werden. So, meine Guacamole. Ich habe noch frische Bio-Zitrone. Werde ich noch da reinpressen, Salz, Pfeffer. Dann mache ich noch ein bisschen Frischkäse dran. Das kann man auch mit Creme Fraiche machen. Nur ein ganz bisschen, damit es schön cremig schmeckt. Ich bin wieder zurück. Es ist mittlerweile Nachmittag. Alle Kinder sind zurück und die Leona spielt draußen und baut sich mit Stöckern ein kleines Häuschen und guckt sich Moos an. Da ist die Maus. Und anstatt die Badmöbel aufzubauen, ist Alex im Garten und macht den Laub weg. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, weil es immer noch draußen windig ist. Aber er hat Spaß, das ist wichtig. Leona sammelt irgendwo Moos da auf der Bank. Was ist? Da auch gucken? Ja. Es ist mittlerweile Abend. Ich habe nicht gefilmt. Sorry dafür. Die Mädels sind frisch gebadet. Der Alex macht gerade die Wäsche oder irgendwas im Hauswirtschaftsraum. Muss gleich mal gucken. Und ja, ich wollte jetzt eben schnell Wasser trinken. Ich habe nämlich richtig Durst. Was macht ihr denn hier, Mäuse? Spielt ihr? Ja. Picknick im Hauswirtschaftsraum. Das ist das nicht kalt? Ihr habt noch ein bisschen nasse Haare, ne? Ja. Wäscheberge. Frieda hat schon ihre Medikamente genommen. Ein Paket ist angekommen. Ich glaube, das sind unsere Lampen. Ich muss noch meine Schwangerschaftsmedikamente nehmen. Hier ist auch die Süßkartoffelreste von gestern. Das kann man morgen noch warm machen. Und ich habe meine Medikamente hier oben drin. Ist voll praktisch, weil man ist wirklich jeden Tag in der Küche. Hier. Es ist übrigens... Oh nein. Nein! So eine kleine Tablette. Es ist übrigens 19 Uhr. So eine halbe Stunde geht es für die Kleinen ins Bett. Gefühlt trinke ich die letzten Tage nur noch Malzbier und Erdbeermilch. Übrigens, das war die letzte Flasche, die Alex in der Apotheke ergattern konnte wegen dem Coronavirus. Sind alle Steriliums irgendwie ausverkauft. Und die kommen auch mit der Produktion hinterher. So, ich wollte jetzt hier gerade nochmal reingucken. Leona hat mir hier ihre Schulmappe hingelegt. Das ist quasi die Postmappe. Hier sind immer alle wichtigen Informationen drin für die Eltern. Weil so viele gefragt haben, nein, Leona hat keine Hausaufgaben. Die haben Lernkontrollen in der Schule, wo die immer ihren Stand abfragen können. Ein Elternbrief vom Januar. Es ist zwar schon Februar, aber okay. Okay, ja, sie ist ja erst im zweiten Halbjahr dazu gestoßen. Deswegen ist das noch ein bisschen älter. Oh, hier sind die nächsten Termine. Fasching, Achtung.
Ah, die gehen auch schwimmen. Okay, ich treibe mir mal die Termine ein. Wir machen alles übers Handy. Genau, Leona hat keine Hausaufgaben. Leona hat einen Spind in der Schule, wo all ihre Sachen reinkommen. Leona hat auch keine Noten. Und Leona hat gemischte Gruppen. Also Erstklasse mit vierte Klasse zusammen. Ich finde es richtig, richtig toll. Wir mussten erstmal uns lange mit diesem Schulsystem beschäftigen. Aber Leona gefällt es total gut. Mir gefällt es total gut, nicht diesen Prüfungsstress zu haben. Und ja, die Kinder lernen trotzdem was, sondern sehr, sehr viel. Die lernen nämlich, sich selbst zu motivieren und sich das selbst beizubringen zu lernen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Die haben ganz viele andere Lernmittel an der Schule, machen aber ganz normal ihren Abschluss. Meistens sogar besser als der Durchschnitt, der an einer normalen Schule ist, sage ich mal. Wandertag ist der Donnerstag. Ein Waldtag, da sind sie wirklich den ganzen Tag im Wald, weil wir haben ja hier überall Wald und Seen und so. Und dann essen die auch im Wald. Voll cool. Und der 27. da geht man schwimmen. Okay. Leona hat übrigens schon Freunde gefunden und eine Freundin war sogar schon zu Besuch. Also es läuft wirklich toll. Leona ist glücklich und ich glaube, das ist die Hauptsache, ne? Dass das Kind zufrieden ist. So, in Kenntnisnahme. Muss ich jetzt gerade mal ins Büro. Auch ein Stift. Wie ihr sehen könnt, ich habe die ganzen Tüten ja ausgeräumt. Jetzt steht hier noch was, was muss ins Babyzimmer. Das ist so ein Babynestchen, das haben wir zugeschickt bekommen. Und hier liegt noch ein bisschen Spielzeug rum. Und das ist ja unsere Schlafzimmerlampe. Die kommt jetzt tatsächlich in den Flur. Aber jetzt haben wir hier so eine Runde hängen und die gefällt uns nicht von der Optik. Ich finde, die ist zu modern für dieses Haus. Ich zeige euch das mal. Oh, die ist auch zu hell. Kommt dann oben in den Flur. Alexa, drop in zu Leona. Das ist das Allerbeste, dass man nicht mehr hochlaufen muss in den dritten Stock. Leona? Leona? Kannst du bitte runter? Kannst noch runterkommen, Vitamine nehmen, okay? Übrigens, vielen lieben Dank für den Tipp, dass es nicht so gut abgeschnitten hat. Ja, Vitamine, das. Genau. Das. Wir werden auf ein anderes umsteigen. Aber die Kinder mögen das sehr gerne. Mit zwei Bonbons. Ich habe es auch gerne als Kind getrunken. Nach Zitrone? Ja, nach Zitrone. So, komm, gib mir deinen Löffel. Ey! Das ist falsch. Aber nicht kleckern. Das klebt. Conny, der ganz in den Mund. Genau. Ah, lecker. Danke. Von innen oder von draußen? Außenhaut. Außenhaut. Das ist außen. Das heißt, wenn ein keiner kann, rein. Ich fühle mich übrigens viel sicherer mit der Alarmanlage. Ich kann wieder ruhig schlafen. Die Barbie war eben mit Duschen oder Baden, deswegen hat die noch nasse Haare. Das sind auf jeden Fall die kleinen Lampen, die kommen in die Wohnzimmerlampe. Vielleicht macht Alex das gleich noch schnell. Raus damit, nicht dumm mit der Tomate auf dem Teppich. Das klappt ganz gut, dass unsere Kinder nicht im Wohnzimmer essen. Das hätte ich nicht gedacht, aber dadurch, dass wir, glaube ich, so einen abgetrennten Bereich haben, verstehen die das. Weiter. Danke. Da sieht man sogar. Hast du den Strom ausgeschaltet? Das sind nur Lampen. Weiter. Soll ich dir deine Flechten nass? Dann hast du morgen richtige Locken. Sollen wir das machen? Hast du oben noch in deinem Zimmer irgendwo Haargummis? Wie war die Schule heute? Toll. Was gab es zum Frühstück? Übrigens, Leona ist auch in der Schule. Die hat da Buffet. Irgendwie Krette oder irgendwie hier? Kresse meinst du? Ja, Kresse. Oh, danke, Conny. Schau mal, Papa, ich habe mir die Haare geflochten. Leona hat geflochten. Papa kann nicht gucken, er hat da einen langen Arm. Übrigens waren wir beide letztens in den Nachrichten. Wo denn? Auf was war das? Exklusiv? Pro 7 Newstime. Was haben wir denn da gemacht? Also, man hat nur unser Mamas Instagram-Profil gesehen. Da war ein Foto von uns beiden, wo du dann mit dem Gesicht zensiert warst. Da waren nämlich ein paar Mamas, YouTube-Mamas.
Und dann wurde das so ein bisschen kritisiert. Und dann wurden wir als gutes Beispiel genannt, dass wir unsere Kinder nicht zeigen. Schön, ne? Ich habe das gar nicht selber gesehen. Es haben Zuschauer uns geschickt, diesen Beitrag. Brauchen wir unbedingt mal kleinere Haare. Frieda, du musst dich ein bisschen hinten anstellen. Das dauert noch ein bisschen bei dir. Ja, aber ich mach die Lampen rein. Guck mal. Das ist doch die letzte Lampe, Pauline. Das ist doch die Kugel draufschrauben. Glaskugel, genau. Und dann, echt aus Glas, die Kugeln, oder? Ja, total massiv, richtig schön gemacht. Hochwertige Lampe auf jeden Fall. Ich dachte, ihr seht das Glas. Mit eingefassten Gewinde, das ist wirklich toll. Sieht wunderschön aus, die Lampe, oder? Ja, finde ich auch. Hell, wenn man Licht braucht. Lass mal an, lass mal eingeschaltet. Was gab's zum Mittagessen heute? Vorsichtig, Pauline. Das ist eine Glasplatte. Und die Currysoße war gut? Ja. Brokkoli magst du nicht? Nee. Das haben wir nie gerne gegessen. Was? Du bist fertig. Hallo. Hallo. Geh ich auch so morgens zur Schule? Ja. So gehst du morgens. Mit diesen flachen Haaren. Nein, du machst die morgen früh raus, dann hast du Locken. Aber ich würde dir auch voll stehen. Einfach mal so vier Zöpfchen. Das ist voll niedlich. Vier? Ja, das hast du vier Zöpfchen. Wir wohnen hier. Alex telefoniert gerade mit seinen Eltern. Ich melde mich gleich nochmal. Und jetzt die letzten 10 Minuten vorm Schlafen wird nochmal ordentlich jetzt hier Fang gespielt. Die Kinder haben ihre Haare hübsch. Frieda hat auch noch einen Flochtenzopf bekommen. Und wie gesagt, ab und zu ruft Alex immer seine Eltern an mit Videochat, damit auch die Kinder die mal sehen, ne, zwischendurch. Genau, meine Lieben, ich glaube, es passiert nicht mehr viel. Wir legen jetzt tatsächlich die Kinder schlafen und dann gehe ich danach noch duschen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen aus unserem Familienleben. Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.